Meine lieben Freunde der Freiheit, ich grüße euch. So, hier nochmal ein kurzes Live zu meinem letzten Video. Ja, wir müssen ein wenig reden, denn ich lese mir ja auch immer gerne die Kommentare durch unter meinen Videos. Und ja, trotz der sehr hohen Zustimmung gibt es doch immer mal wieder auch Sachen, auf die ich ganz gerne eingehen möchte, weil ich glaube, dass man das dann einfach besser versteht. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen möchtet, dann lasst natürlich ein Like da, ein Abo da, teilt dieses Video, teilt auch dieses Live-Video, wenn ihr wollt. Ihr könnt mich auch abonnieren bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube und auch bei Twitch. Der Link dazu ist in meinem Profil. Ja, ich werde auch ein wenig auf den Chat eingehen, aber zunächst mal auf einige Kommentare zu meinem letzten Video. Da ging es ja im weitesten Sinne darum, dass wir bereits in einer Art Sozialismus leben und die wenigsten es erkennen. Und ja, das wichtigste Zeichen natürlich für Sozialismus ist die Macht des Staates. Leute sagen ja ganz oft, um Gott, wir leben in einer Art Raubtierkapitalismus, der Kapitalismus zerstört alles, wir sind im Neoliberalismus und so weiter. Ja, das mag in bestimmten Bereichen vielleicht stimmen, aber in den meisten Bereichen stimmt es überhaupt nicht mehr. Also Kapitalismus ist per se ja eigentlich der freie Markt. In einem freien Markt können die verschiedenen Agenten des freien Marktes, also die Unternehmen und die Konsumenten, frei agieren. Sie haben Vertragsfreiheit, man kann praktisch herstellen und machen, was man will, solange der Kunde es freiwillig eben bezahlt. Ja? Und der Staat als ausgleichender Faktor kann eben sehr groß sein oder sehr klein. Ein sehr kleiner Staat ist ein Minimalstaat. Ein Minimalstaat würde vielleicht 1, 2, 3, 4 oder 5% an Steuern einnehmen und würde mit diesen Steuern versuchen, gewisse Ungerechtigkeiten in Anführungsstrichen irgendwie auszugleichen, indem er sehr armen Menschen vielleicht hilft, ja? Oder vielleicht Straßen baut oder Schulen oder keine Ahnung was. Ein sozialistischer Staat ist per Definition also ein Staat, der möglichst viel von den Bürgern, die die Werte erwirtschaften, nimmt, übersteuern und das dann praktisch umverteilt oder alle möglichen Dinge damit macht, wie zum Beispiel Flughäfen bauen, Corona-Gelder auszahlen, irgendwelche Sachen subventionieren, unterstützen, eine Armee aufbauen oder ein Sondervermögen, wie es ja jetzt heißt, aufzulegen. Also in Wahrheit ist es kein Sondervermögen für die Bundeswehr, 100 Milliarden. Bitte lasst euch nicht von diesen Worten blenden. Das sind Schulden, ja, die der Staat hier aufgenommen hat und kein Vermögen. Ja, das ist etwas vollkommen anderes. So, jetzt fragen sich manche, ja, wie viel Prozent ist denn da in Ordnung und gut? Wie viel Prozent haben wir denn jetzt? Da scheiden sich ein wenig die Geister. Man nennt das Staatsquote, ja. Also wie hoch ist die Staatsquote? Und die ist eigentlich in Deutschland momentan sehr hoch. Über 50% oder nahe 50%, kann man jetzt streiten, 48, 49, 52 und so weiter. Ich persönlich glaube, es ist eigentlich noch viel mehr, denn wenn man die ganzen anderen Steuern, die danach noch oben drauf kommen, mit dazu rechnet und die ganzen Reglementierungen und Dinge, die man bezahlen muss, um überhaupt als Agent auf dem freien Markt tätig werden zu dürfen, dann sind wir eigentlich bei einer Steuerquote von 70%. Also eigentlich kann man sagen, dass 30% von dem, was Unternehmen, Privatleute, Angestellte irgendwie erwirtschaften, noch zur freien Verfügung stehen und der Rest verwaltet der Staat. Ja? Und der Staaten haben eigentlich immer das gleiche Problem. Sie neigen dazu, die Gelder nicht effizient einzusetzen, nicht gut einzusetzen, sondern sie zu verlottern oder irgendwelche Fehlentscheidungen zu treffen. Das nennt man dann Planwirtschaft. Ja? Und Beispiele für Planwirtschaft sind zum Beispiel der BER-Flughafen. Ja? Das ist ein planwirtschaftliches Projekt. Die ganze Corona-Politik ist eigentlich Planwirtschaft. Ja? Also nicht der freie Markt oder die freien Bürger haben gesagt, ja, wir schützen uns, wir machen das so oder ich ziehe eine Maske auf, ich nicht oder ich lasse mich impfen, weil ich finde das Zeug geil oder ich nicht, weil ich finde es nicht so gut. Das ist alles kein freier Markt, sondern wir haben ein sehr gutes Beispiel für planwirtschaftliche Aktionen des Staates. Und meiner Meinung nach leben wir
ja, quasi schon in einer Art Sozialismus. Wenn man das jetzt noch weiter steigern würde, dann wären wir irgendwann bei 80, 90 oder 100%, sodass wir eigentlich überhaupt nicht mehr frei entscheiden können, sondern der Staat uns alles wegnimmt und dann eben entscheidet. Deshalb kann ich eigentlich die Leute, die immer wieder schreien, es ist so ungerecht, ich habe so wenig, ich muss hier noch und da noch, die verstehen nicht, dass immer der Staat dann einspringen muss, der das Geld, die Werte von jemand anderem wegnimmt. Und das führt letztendlich dazu, dass man im Sozialismus lebt. Und leider hat der Sozialismus, so schön er auch klingt, ich habe ja hier das Standardwerk des Sozialismus, sollte man mal auf jeden Fall gelesen haben, Karl Marx, das Kapital. Und hier denkt man erst so, das klingt aber alles sehr, sehr schön, aber man muss sich auch die Geschichte anschauen oder man muss sich anschauen, wozu hat denn der Sozialismus in der Vergangenheit immer wieder geführt? Und er hat immer wieder dazu geführt, also jedes Mal dazu geführt, dass die Staaten pleite gegangen sind, dass es den Leuten absolut betrachtet immer schlechter ging, dass die Technologie, die Forschung, die Medizin, die Umweltwirtschaft, alles immer weiter nach unten gegangen ist oder sozusagen auf einem Niveau geblieben ist, wogegen es im Kapitalismus, in einem freien Markt durch die Technologie und durch die Konkurrenz immer wieder dazu führt, dass man, sage ich mal, krasse Sprünge macht, Quantensprünge, ja, siehe, weiß ich nicht, iPhone, Elektroauto, Technologie, auch für die Umwelt, so, ja. Das Problem aber am Kapitalismus oder generell am Wirtschaften ist eigentlich sehr, sehr einfach. Das Problem ist zum Beispiel Wasser, ja, also das ist ja das Problem. Wem gehört dieses Wasser? Gehört es allen Menschen? Gehört es dir alleine? Gehört es irgendeiner Firma? Wer darf es verschmutzen, dieses Wasser? Und das ist ein Problem, das wir generell haben, nicht nur im Sozialismus oder im Kapitalismus, sondern einfach generell haben wir dieses Problem. Und eigentlich gibt es eine sehr einfache Lösung dafür. Und die lautet, man muss diesem Wasser einen Wert geben. Es hat ja einen Wert, ja. Dieses Wasser hat ja einen Wert. Man kann es trinken, wenn es sauber ist. Man kann sich damit waschen. Man kann Dinge herstellen. Also dieses Wasser hat einen impliziten, intrinsischen Wert. Und dieser Wert müsste normalerweise in der Bilanz jedes Unternehmens auftauchen, wenn man dieses Wasser verschmutzt. Das Problem ist aber, dass manchmal das Wasser nicht der Firma gehört und auch niemand anderem, sondern es gehört einfach keinem. Das nennt man die Tragik der Allmende. Man kennt das, wenn man so einen großen Platz hat, der keinem Privat gehört, sondern der Gemeinde, der Stadt oder dem Staat. Und da findet dort eine Party statt, ja, dann ist es meistens so, dass alles vermüllt und verdreckt wird, weil niemand eigentlich darauf achtet und es allen Leuten egal ist. Das nennt man die Tragik der Allmende. So. Das heißt, dieses Wasser sollte besser jemandem gehören, der die Verschmutzungsrechte dafür sozusagen verkauft. Dann haben wir eine Ressource, nämlich sauberes Wasser. Und je mehr man davon hat, desto billiger ist es und deshalb, desto unproblematischer ist es, ein bisschen was davon zu verschmutzen. Je weniger sauberes Wasser man hat, desto wertvoller wird es, desto teurer wird es, das zu verschmutzen und so weiter und so fort. So, jetzt ist es so, im Hintergrund seht ihr ja auch hier da diesen Regenbogen. Das mache ich ganz, ganz bewusst, dass ich lasse mir dieses Symbol nicht nehmen, ja, und ich sehe nicht ein, dass der Staat dieses Symbol missbraucht, um seine sozialistischen Ideologien durchzukämpfen. Denn das ist auch so etwas, was vollkommen unverständlich ist. Ich bin ja ein Kind der 80er und ein junger Mann der 90er Jahre und in den 80er und 90er Jahren war es so, dass wir absolute Freiheit hatten, ja. Jeder konnte seine Sexualität so ausleben, wie er Bock hatte. Es gab Schwule und Lesben und Partys. Es gab Leute, die trans waren. Das war alles kein Problem und auch gesetzlich war es kein Problem. Dann kam irgendwann die Ehe für alle. Fand ich auch super. Also ich finde es immer gut, wenn Gesetze gemacht werden, wo gesagt wird, jeder soll so leben können, wie er möchte, solange er niemand anderem schadet. Aber das, was wir hier haben, ist eine krasse moralische, gefährliche Ideologie, die nichts zu tun hat mit Freiheit. Und nein, wir brauchen nicht immer noch mehr Schuld und mehr Rechte und mehr Pflichten und mehr Angst und in diesem Bereich LGBTQ irgendwas. Ja, da ist jetzt alles getan. Diese Menschen sind, wir alle sind sexuell frei. Warum machen das die Leute aber immer noch? Weil sie Minderheiten kreieren wollen. Das macht der Sozialismus nämlich so. Sie wollen Minderheiten kreieren,
Und mit diesen Minderheiten können sie arbeiten und können sagen, dir wurde etwas weggenommen, du wirst ungerecht behandelt, aber wir beschützen dich, wir sorgen dafür, dass dir Gerechtigkeit widerfährt. Dafür müssen wir nichts weiter machen, als einen sozialistischen Staat zu installieren, der dann über alles bestimmt. Versteht ihr, was ich meine? Das ist das Problem. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen auf Kommentare eingehen, die ihr unter dem letzten Video kommentiert habt. Wie viele Leute schauen jetzt zu? Ja, sehr schön. So. Ja, letztendlich habe ich gesagt, man merkt, ja, dass der Sozialismus schon mit ganz großen Schritten unterwegs ist. Das müsste jetzt langsam auch dem Dümmsten auffallen, weil das Wesen des Sozialismus ist ja eine Misswirtschaft des Staates. Also der Staat macht eine Fehlwirtschaft. Die unsichtbare Hand des Marktes regelt immer alles. Sie sorgt dafür, dass alles, was Menschen brauchen, sehr, sehr günstig zur Verfügung steht. Ja, das ist es, was eigentlich der freie Markt macht. Die unsichtbare Hand des Marktes. So, und jetzt ist es aber so, dass der Staat diese Misswirtschaft macht und das führt dann dazu, dass ein Mangel irgendwo besteht. Und diese Mangelerscheinungen, die sehen wir schon an ganz vielen Stellen. Das, was alles fehlt. Der Grund dafür, liebe Leute, ist nicht der Krieg, denn es gab immer schon Krieg auf der Welt die ganze Zeit. Es ist nicht der Krieg. Es ist auch nicht Corona. Es ist die Misswirtschaft der sozialistischen Staaten, die dazu führt, dass ihr kein Öl mehr habt, dass es Benzin teuer ist, dass hier in den Supply Chains irgendwelche Chips fehlen und keine technischen Geräte hergestellt werden, dass Sachen verspätet ausgeliefert werden, dass kein Papier mehr da ist für Zigaretten. Das sind alles ernste und wichtige Anzeichen dafür, dass wir bereits in einer kleinen Mangelwirtschaft leben, die zurückzuführen ist auf die Misswirtschaft der Staaten. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So, ja, viele stimmen mir hier zu. Manche sagen auch, ja, der Sozialismus war gar nicht so schlecht. Sie hätten da im Sozialismus gelebt. Sie hätten alles gehabt, was sie brauchen. Ja gut, die Freiheit, so minimalistisch zu leben und konsumkritisch zu sein, die hast du ja auch im freien Markt. Ja, also niemand zwingt dich ja, all diese Sachen zu kaufen. Du kannst auch sagen, nein, ich möchte gerne eher weniger ausgeben. Ja, der Bitcoin ist ein gutes Beispiel dafür. Der regt Leute eigentlich dazu an, zu sparen, weil sie wissen, okay, das ist eine deflationäre Währung, die in der Zukunft immer mehr wert sein wird. Und deshalb ist es ja besser, wenn ich das nicht sinnlos verkonsumiere, okay? Und nein, den Leuten in der DDR ging es nicht besser, was den Wohlstand betrifft, die medizinische Versorgung, die Lebenserwartung und so weiter und so fort, als in den anderen Staaten. Es war immer so in der Geschichte der Menschen, dass es den Leuten im freien Markt, im Kapitalismus, was den Wohlstand betrifft, die Gesundheit, die Lebenserwartung, die Armut, besser ging. Das Problem ist aber, dass natürlich im Kapitalismus die Leute, die etwas fauler sind oder die keine so guten Ideen haben oder nicht so große Risiken eingehen, dass die natürlich etwas weniger haben. Das heißt, die Unterschiede zwischen den Leuten sind im freien Markt immer größer als im Sozialismus. Das ist richtig. Aber absolut betrachtet geht es den Leuten im Kapitalismus immer besser. Okay? Also, ich werde mal ein wenig versuchen, im Chat drauf einzugehen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt und sagt, hört mal zu, also Antoine, das habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden, schreibt es jetzt mal in den Chat rein und ich versuche, die Frage zu beantworten. Ich lese mal ein bisschen, was ihr so denkt zu der Frage, ob wir bereits im Internationalsozialismus leben, ja, oder was uns da erwartet, oder was ihr denkt, ist das gut, ist das schlecht, oder was sollten wir da ändern, oder ist der Kapitalismus schuld, was ist eure Meinung? Schreibt es gerne hier in den Chat rein. Teilt gerne dieses Live-Video auch, ja. Schöne Pfingsten, Diana, wünsche ich dir auch. Vielen Dank für die Likes. Danke für die Blumen. Gut, ich denke, ihr habt es grundsätzlich verstanden. Ja, das ist mir einfach wichtig. Viele verstehen das nicht. Und es ist auch eine Propaganda des Staates, immer zu sagen, der Neoliberalismus, der Kapitalismus, das ist Quatsch. Wir leben nicht im Kapitalismus. Das ist kein Kapitalismus. Kapitalismus ist frei. Wir sind aber nicht frei. Versteht ihr den Unterschied? Und es ist wirklich schlimm, ja. Und diese ganze Gender-Ideologie ist letztendlich ein Vorwand, um Sozialismus zu installieren, um sich besser zu fühlen, um zu sagen, wir sind die Guten, ihr seid die Schlechten. Auch das Feindbild, ja, das ja eigentlich überhaupt nicht existiert in der
Größe, in der es immer dargestellt wird, dass man sagt, ja, wir müssen die Nazis bekämpfen, überall Nazis und so weiter. Sorry, klar, es gibt Nazis, aber ganz ehrlich, die richtigen Nazis, das sind so wenige, ich sehe da keine große Gefahr momentan, ehrlich gesagt, ja. Ich sehe die anderen Gefahren eigentlich viel, viel größer, ja. So, meine lieben Freunde, ich möchte euch bitten, dass ihr mehr zu diesem Thema lest, mehr darüber nachdenkt, ja. Ich kann auch sehr empfehlen, habe ich hier eigentlich stehen? Nein, leider nicht. Ayn Rand, ja, Der freie Mensch, ein ganz, ganz tolles Buch. Und sich mehr darüber zu informieren, was ist das Sozialismus, was ist das Kapitalismus? Kapitalismus ist nicht per se böse, sondern wir kommen aus einem kapitalistischen System, in dem habt ihr gelebt die ganze Zeit und es ging euch gut. Die ganzen Sachen, die medizinische Versorgung, die Lebenserwartung, der Wohlstand, die ganzen Sachen, Geräte, all dieser Luxus, das kommt alles aus dem freien Markt, es kommt nicht vom Staat. Es kommt daher, dass Menschen Lust haben, Werte zu erschaffen, weil sie sagen, ja, da kann ich irgendwie, da geht es mir besser, da kann ich reich werden. So Unternehmen, die miteinander konkurrieren, das ist das Konzept des freien Marktes. Ja. Und das Problem eben, das Umweltproblem mit dem Wasser, das ist lösbar durch zum Beispiel weltweite Zertifikate auf Verschmutzung. Das ist eine Möglichkeit, die wir zum Beispiel haben, ja, weil ich bin jemand, der sagt, Umweltschutz ist sehr, sehr wichtig. Ja. Und im Sozialismus war es immer so, dass der Sozialismus und der Staat, die haben alles versaut. Der Umweltschutz war im Sozialismus immer ganz, 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 ganz mies, ja, weil die Misswirtschaft führt natürlich zu einer Ineffizienz, ja. Allein schon der BER-Flughafen, ja, da merkt ihr schon, der wurde ja immer teurer und teurer und teurer und teurer. Und teurer heißt in dem Moment mehr Verbrauch von Ressourcen. Das Geld steht praktisch, das mir ausgegebene Geld, steht exemplarisch für die Verschwendung der Ressourcen durch den Staat. Das bedeutet, die haben Wasser verschmutzt, Luft verschmutzt, Energie verbraucht, auf eure Kosten und auf Kosten der Natur, weil das Misswirtschaft ist. Und im freien Markt würde sowas überhaupt nie passieren, weil da immer das Effizienz- und Effektivitätsgebot ganz, ganz groß ist. Ja? Folgt mir gerne auch auf YouTube, auf Twitch. Lasst uns gemeinsam mitdiskutieren. Auf Twitch bin ich jeden Freitag und jeden Sonntag um 21.21 Uhr. Mein Name ist Antoine Richard. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Ich wünsche euch von Herzen Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein langes Leben.